So Leute, Zeit für ein neues Real-Life-Real-Talk-Video. So Leute, ich muss kurz gucken, dass ich hier alles schön einstelle. Ja Leute, ich dachte mir, ich mache heute nochmal ein Real-Life-Real-Talk-Video, was jetzt nicht so allzu lange geht, aber ich dachte mir, der Hasse ist jetzt einfach mal real und ich lade jetzt direkt Tag für Tag erstmal ein Video hoch, mal gucken, was morgen ist, vielleicht kommt morgen direkt wieder keins oder wieder eins, mal schauen, aber ich dachte mir, ich lade jetzt direkt wieder ein Video hoch, weil ihr habt Bock, ich habe gesehen an euren Aufrufzahlen, ihr habt echt Bock auf neue Videos, ich kann ja schon nochmal kurz nachgucken. Ja, also ich habe gerade nachgeguckt und das Video hat schon wieder 108 Aufrufe und 22 Likes und es wurde auch ein Kommentar gestellt und zwar, cooles Video. Finde, dass deine Stimme viel tiefer geworden ist. Und darauf möchte ich auch ein bisschen drauf eingehen heute. Und zwar habe ich mir gedacht, dieser Kommentar zeugt halt davon, dass sich einiges verändert hat, weil anscheinend hat sich meine Stimme ganz schön verändert im Vergleich zu der letzten Zeit, zu den 9 Monaten, 8 Monaten. Ich dachte mir einfach, ich rede heute mal ein bisschen in diesem Video darüber, was sich denn jetzt so die letzte Zeit so verändert hat und was so passiert ist, was ich so gemacht habe, während ich gar kein YouTube machen konnte oder gemacht habe. Also, einige haben von euch ja mitgekriegt, jetzt meine Stimme hat sich ein wenig verändert. Ja, ich bin in den Stimmbruch gekommen in den letzten 8-9 Monaten. Und ich muss auch sagen, in der Zeit, wo ich kein YouTube gemacht habe, habe ich erstmal eine Zeit lang YouTube überhaupt nicht vermisst oder so und hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, YouTube zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt gerade in letzter Zeit, wo ich wieder davor war, eine Kamera zu bekommen, habe ich schon echt Bock bekommen. Und das seht ihr jetzt auch daran, dass ich jetzt wieder ein bisschen aktiv direkt hochlade. Ich hatte ja auch mittendrin ab und zu mal Bock, dann habe ich einfach so eine Fotokamera genommen, ein bisschen Videos gemacht, war nicht das Beste, es ist trotzdem ganz gut angekommen und ich wollte einfach ein paar Videos machen und habe das auch gemacht. Ihr habt ja sicherlich auch gesehen, habe ich ja auch ein Video dazu damals gemacht. Ich habe in der Zeit, habe ich jetzt halt so meinen PC hier bekommen und habe halt hier so das ganze Setup. Und was man hier drüben noch sieht, ist nämlich mein Fernseher, wo meine PS4 angeschlossen ist. Und das ist auch so eine Sache, in der Zeit, wo ich halt kein YouTube oder so gemacht habe, war ich natürlich auch viel draußen, vor allem im Sommer gerade. Aber jetzt so in der letzten Zeit, so in der Winterzeit so ein bisschen, habe ich relativ viel FIFA gespielt. Habe mich da einfach so weiterentwickelt, keine Ahnung, habe das halt übelst, es hat halt übelst geboxt und habe ich halt relativ viel FIFA gespielt. Und viel FIFA-Videos geguckt und jetzt denke ich mal, werde ich das ein bisschen wieder runterfahren, wieder YouTube-Videos machen und dann im Sommer anfangen, wieder schön geil anfangen, so schön rauszugehen. Das heißt rauszugehen, aber es ist irgendwie nicht so geil, bei diesem Wetter immer sowas draußen zu machen, das bockt irgendwie gar nicht. Mich zieht dieses ganze Wetter wieder so übelst runter, ich weiß auch nicht, aber so... An für sich habe ich jetzt auf jeden Fall Bock, wieder mehr YouTube-Videos zu machen. Für mich war es auch schade, denn ich gerade durch diesen Carpon, den ich da am Anfang gebracht hatte, also wie gesagt, gerade durch diesen Carpon habe ich relativ viele oder einige Aufträge bekommen und das war gerade alles sich so am entwickeln und ich hätte es halt nutzen können, aber ich konnte es nicht nutzen, weil ich keine Kamera habe. Also es hätte sich dadurch einiges entwickeln können jetzt in der Zeit, wo ich keine Kamera hatte, aber ich hatte wie gesagt keine und deswegen war es ein bisschen belastend für mich. Denn gerade ich hatte echt einige Aufträge, aber ich konnte sie halt nicht machen, weil ich keine Kamera hatte. Schade, das war echt schade, weil so hätte ich halt wirklich einiges machen können. Es hätte sich echt entwickeln können da. Ja, wie gesagt, was habe ich sonst noch so gemacht? Ich habe mich halt für mich ein bisschen sehr weitergebildet. Schule, okay, ja, war ich jetzt anfangs nicht so gut. Jetzt läuft es aktuell wieder sehr gut. Und wie gesagt, es war halt einfach so eine durchwachsene Zeit. Und ich habe jetzt echt Bock, wieder langsam YouTube anzufangen. Und einfach mal wieder was zu machen und zu starten. Einfach mal wieder eine geile Sache zu machen. Ich habe jetzt echt wieder Bock langsam auf YouTube und mal gucken, wie sich das jetzt so macht, entwickelt. Und es könnte auf jeden Fall echt geil werden. Das war mein kleines Video dazu, was so sich in letzter Zeit so entwickelt oder was da so passiert ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben und unten mich vielleicht abonnieren und einen Kommentar schreiben. Macht's gut und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao.